So, dann geht's weiter auf Ghostlife. ich habe letztens noch Beats gekauft. Wir könnten natürlich jetzt auch vielleicht ja, ein, zwei Beats mehr oder so. Okay, machen wir so. Na gut, dann machen wir es so. Keine Ahnung, warum das nicht geht, aber naja, okay. Ja, nachdem ich jetzt in der Kirche bin, habe ich jetzt auch mal endlich eine Chance auf eine Party immer. Und das ist natürlich schon mal super. Das heißt, auch das hat jetzt schon mal zumindest ein bisschen was gebracht. Genau. So, wir müssen den anderen Charakter noch einloggen für die Buffs. Ja, perfekt. Einwandfrei. Super. Genau. Ja, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich gerade mache, aber ich denke halt mal, es ist schon irgendwie jetzt nicht so dumm, wenn wir halt anfangen, erst die Waffe zu farmen. Ich meine, klar, das Set haben wir auch relativ schnell und ist schon auch gut machbar und gut farmbar und so weiter. Aber so gefühlsmäßig würde ich jetzt mal sagen, glaube ich, dass wir halt die Waffe schneller kriegen. Und ich meine, können wir auch schneller uppen und erwecken. Und gut, okay, sockeln ist natürlich teuer. Sehr, sehr, sehr teuer. Mal schauen, mal abwarten. Mal schauen. Wenn ich schon vorher wieder sterbe. Oh Gott. Gehen jetzt die Party-XP, die Dinger? Die geben gar keine Party-XP, lol. Treue Level 14. Naja. Also es levelt sich jetzt nicht wirklich schnell, sagen wir mal so. Oder betonen wir es mal so. Aber gut, ich meine, natürlich muss man auch bedenken, dass sich das Ganze eigentlich eher so für lange Zeit eigentlich ausgelegt ist und nicht für so, ja, ich komme mal online und jetzt mache ich das Ding mal auf Maximum und so, sondern, naja, ganz so ist es dann doch nicht. Okay, irgendwo levelt scheinbar die Party. Denken sich so, oh, ein aktiver Spieler. Das müssen wir auch so tun, als wären wir aktiv. Nee, ich weiß es nicht, aber keine Ahnung. Er ist übrigens momentan recht interessant. Also irgendwie der Hype in und um 3D-Drucker wird echt ziemlich groß irgendwie. Also im Freundeskreis, jeder entweder hat einen 3D-Drucker oder will einen 3D-Drucker. Da werde ich auch relativ oft, sehr oft, sehr, sehr oft gefragt. Um Tipps und um ja, alles Mögliche halt. Und, nein. Fuck, ich habe gerade nicht aufgepasst. Shit. Mal kurz durchbuffen. Fuck. Oh, das war jetzt aber echt bad. Das war jetzt richtig schlecht. Meine Güte, ey. Quest Aminus, okay. Nee, was ich gerade sagen wollte, war auf alle Fälle, momentan sind echt sehr viele Leute irgendwie interessiert an 3D-Druckern und an 3D-Druck generell. Und ich muss auch sagen, die Drucker sind auch viel besser geworden als damals. Also meiner druckt halt so, also er kann theoretisch, bis 100 mm pro Sekunde drucken. Also von der Druckgeschwindigkeit her. Nur, wenn ich 100 mm pro Sekunde einstelle, dann ist es halt eine Spaghetti-Maschine. Also dann kommt halt nichts außer Spaghetti raus. Das heißt effektiv, was kann ich drucken? 70 sind schon schnell bei meinem. Und die neuen, die drucken auch mit 300 mm pro Sekunde wirklich noch sehr, sehr gut. Naja, nicht sehr gut, aber schon wirklich in einer akzeptablen Qualität. Und das ist auch mit Filament, was halt eben nicht sonderlich gut ist. Also eher halt so mit Amazon-Filament und so. Das ist definitiv nicht unbedingt Qualität. Das ist halt so Standard, günstig und ja. Was? Exiting Dungeon? Was? Warum? Nein? How about no? Warte, warum? Verstehe ich nicht.
Ich glaube, es ist falsch, oder? Die Anzeige ist falsch. Ich hoffe, die Anzeige ist falsch. Boah, bitte port mich jetzt nicht raus aus so einem Scheiß. Okay, die ist falsch. Ich glaube, es ist auch schon eine Anzeige, die es im Off hier oder so gab. Oder zumindest in bestimmten Files. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Kein Plan, warum es die noch immer gibt. Aber ist halt so. Ist halt live. jemand läuft hier aber ordentlich die Party. Warte mal, wo ist der aktuell? Ach, Kolosseum sind die aktuell. Warum schreiben die nicht, ob da alles? Kick my blade, use of campus offs. You can't run all the dungeons. Aha, okay. Na gut. Vielleicht farmt man ja im Kolosseum Geld oder so. Aber es ist natürlich jetzt auch gut, jetzt kann ich mal fragen, wie und wo man Geld farmt, weil aktuell ist es halt schon so ein bisschen schwierig. %92, ja. Das läuft. Das Ding geht gut down, das passt schon. %84. Ja, also wir haben gesehen, also für die Leute, die jetzt nicht dabei waren oder nicht aufgepasst haben, es gibt einen Guaranteed Drop. Und also in unserem Fall müssen wir gleich 5-mal eine Dungeon farmen, dann haben wir einen garantierten Drop. Und wir haben jetzt, glaube ich, 2-mal gefarmt. Das heißt, nach 3 Runs hätten wir es garantiert. Und ja, das sieht eigentlich so schlecht aus, würde ich mal sagen. Und ja, ich habe mit einem guten Jojo und so ist natürlich auch viel einfacher, allein halt wegen dem Schaden und so weiter. Klar, ich meine, diese 6 Sockel, ich meine, ich weiß es nicht, ob wir das brauchen würden, also halt diese Deck-Sockel, weil wir kommen halt irgendwie schon auf Crit-Rate. Weiß ich jetzt nicht, ob wir es brauchen würden, sind wir darauf angewiesen? 48 Decks. Ja, wobei, gut, okay. Ich meine, kann man ja schauen. Da können wir schauen. Haben wir eigentlich noch irgendwo die Forscher, was das Ding bringt? Sub-Ancient. Jojo, hier. 29 Crit-Schaden statt 18, okay. Ja, genau, haben schon durchgeschaut, aber das Ding ist schon um einiges besser. 21% Attack statt 11%. Ist einfach ein halber Upcut mehr. 374 statt... Also allein die Base-Attack, und das Ding ist nicht mehr Ulti, es ist plus 0. Allein die Base-Attack ist halt schon mal viel höher. Das heißt, auch da werden wir halt wirklich, ja, werden wir, glaube ich, gut profitieren. Ah, du Mistviech. Ich hätte irgendwie auch Bock gehabt auf einen Psykeeper oder so. Das Ding ist, ich glaube, man hat immer Bock auf Klassen, die man halt nicht spielt. Oh! Jawohl! We did it! Ja, cool, nice, bam, Enzendio, und wir haben, was ist die Rarity? Oh, 35 STR? Warte mal, wofür steht rot? Ist rot, sieht man es irgendwo? Rot ist das Beste, oder? Ich glaube, rot ist das Beste. Oh mein Gott. Alter, 35 STR. Das ist ja mega gut. Holy shit. 200 Attack. Nee, wir wollen schon Crit-Schaden drauf haben. Aber yo, jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's richtig rund.
Gibt es nicht irgendwie so ein Auto-Awake oder so? Ich glaube schon, oder? Also nicht so ein Auto-Awake, sondern halt so ein... Whatever. Wo gibt es das Ding hier? Awakening-System. Ach ja, Siam. Nein, wo ist das? Da ist es. Kritrate, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee, nee. Crit-Schaden wollen wir haben. 150 Attack. Es gibt natürlich schon auch wieder so einen Punkt, wo ich sage, so, ja, da würde ich vielleicht auch nur Attack nehmen oder so. Oder nur Crit-Rate. 16 STR. Oh, das ist kritisch. STR und Crit-Rate. Wenn man halt die Crit-Rate... Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Let's see. Oh, das geht gut hoch. Oh, das geht richtig gut hoch. Jetzt ziehen wir das Ding mal an. Schauen wir, was da jetzt bei rumkommt. So, und bam. Alter, viel mehr. Oh, oh. 100% Crit-Rate haben wir trotzdem. Weil wir haben auch so 100% Crit-Rate. Das heißt 16 STR. Boah, weiß nicht. Sollen wir die 16 STR lassen? Ich glaube, wir lassen es erstmal. Weil 16 STR ist halt schon auch gut. Und Alter, allein was das halt STR bringt, ist insane. Junge, das ist... Alter. Wir haben 0 Sockel, aber schau mal hier, wir haben 35 STR, nochmal 43, sind wir bei 38, 78 STR und nochmal 16 STR, 88, 94 STR. Nur durch das fucking Jojo. Das ist halt einfach insane. Das ist einfach nur insane. Ich würde mal sagen, plus 8 machen wir es erstmal. Geil, fällt wieder nur. 411, 422. Na komm. 436. Come on, da geht doch jetzt mehr. Plus 7, super. Und 1 noch. Komm, let's go. 451 haben wir. Komm. Meine Güte, ey. Okay. Boah. Sieht uns gut. Das sieht abgerade aus. 31k Attack. Boah. Ja, das bockt. So kann man aber arbeiten, ja. So kann man arbeiten. So, jetzt kommen noch die Sockel dazu. Haben wir überhaupt irgendwas Sockelbares? Haben wir nicht. Fuck. Wie viele Karten? Oder haben wir? Haben wir keine STR-Karten? Hä? Wo sind unsere STR-Karten? LOL? Wait, what? Oh nee, es gibt Crit-Schadenkarten. Zwei und... Was? Warte mal. Wer sockelt denn... Wind B und Wind... Hä, what? Ich bin schon wieder so verwirrt. Hä, hey, ja, dann sockeln wir doch... dann sockeln wir doch Windkarten, oder? Das fühlt sich halt falsch an, aber... YOLO? Oder so? Die Protects sind billig, merke ich gerade. Ja, okay, das ist... Das könnte aber was werden. Das könnte was werden. Das könnte lustig werden. Ein Sockel, nice. Oh, das könnte lustig werden, Leute. Das könnte geil werden. Zwei, so, ah genau, Piercing 2, okay. Allein schon, wie viele Attempts das wir brauchen. Die haben doch bestimmt irgendwas an den Raids gedreht, oder? Ja, ich meine, es kostet halt nicht viel, was das cool ist. Aber die haben selbst was an den Raids gedreht. Yo, 8% Crit-Schaden, yo. Alter. Komm, wir kaufen nochmal 20 davon. Und nochmal. Leute, das ist der erste Server, wo S-Protect mehr kosten als die G-Protect.
Oh ja, das jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's richtig los. Ich hoffe, wir kriegen jetzt halt irgendwie ein Ding. Nice, plus 8. Super. 467 Damage. Also Attack meine ich. Nice, plus 9. Ja, let's go. Ich weiß jetzt halt nicht, was ich für Ulti brauche. Okay, plus 9. Was bräuchte ich denn für Ulti? Das gleiche wie immer. Okay, ja gut. Das ist also 4, 5 Sockel. 5 Sockel wären ja geil, aber 4 wären schon auch cool, ja. Wenigstens 4 Sockel hätte ich ja gern. Nice, da ist er. Da ist das Ding. Ja, aber ich glaube, die haben die Wahrscheinlichkeit gesenkt. Oh, ich habe viel Geld ausgegeben, merke ich gerade. Bisschen sehr viel, würde ich sogar sagen. Okay. Was haben wir aktuell da gehabt? Ein Weapon Gear Score Item Level 162. Das Ding hat jetzt 202. Alter, was? Junge, die Stats, 153% Crit-Schaden. Ey, das ist nicht mehr normal. So. Also ich muss sagen, es fühlt sich jetzt schon geringfügig krass an irgendwie. Lass uns mal kurz den Mob killen. Ach so. Ach so. Ah ja. Okay. Ja, ich verstehe schon, wie es läuft. I get it. Warum haben wir zu weniger Crit-Schaden als vorher? Hatten wir gerade nicht 190%? Ne, ich hab mich verschaut, oder? Aber Alter, allein die Attack-Rate. Das ist halt schon mal heftig. Ich freue mich halt auch mega aufs nächste Set dann. Ach, uns fehlt ja nur noch ein Teil. Ayo. Erste Statue, da freue ich mich jetzt auch drauf. Alter, 77.000. Ja, jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist wirklich alles vorbei. Genau, da müssen wir halt schauen, ob wir halt die Crit-Rate noch brauchen. Bringt das Crit-Rate? Crit-Schaden? Ich kann nichts ausziehen im Dungeon. Nice. Na gut, aber ich denke mal, wir könnten... Na, ich weiß nicht. Ansonsten müssen wir es einfach neu wecken. Ist jetzt auch nicht... keine Dramatik. Aber ja, das Ding hat uns jetzt wirklich schon mal ziemlich vorangebracht. Das ist auch wirklich Progression, die sich jetzt wirklich mal gut anfühlt. Halt nicht sowas wie Starfield oder so. Nee, ich will jetzt nicht mit Starfield anfangen, aber... Ich sage ja nur. Es gibt Games, die haben schlechtere Progression. Generell, die Progression of Life ist eigentlich wirklich so mit Abstand... Boah, ich weiß nicht. Gibt es ein Game mit geilerer Progression als Life? Fragen wir mal so. Das weiß ich gar nicht. Also jetzt muss ich auf die Schnelle, würde ich mal sagen. Boah, weiß ich gar nicht. Welche Games gibt es denn sonst noch? Also die generellen Progression-System haben, was jetzt erwähnenswert ist. Ich meine, natürlich klar, der Elefant im Raum WoW, maybe, habe ich halt nie gespielt. Die alten GTA-Teile hatten teilweise wirklich eine ziemlich krasse Progression. Ich meine, so ein GTA San Andreas fängst du damit zum Fahrrad an und später hast du dann eine Garage mit, oder ein Haus mit x Garagen und Luxuskosten und so. Du kämpfst nicht mehr mit Fäusten, sondern... Ja? Doch? Aber ansonsten? Naja, ich freue mich jetzt. Wir haben erst 3 Minuten runter von der Uhr. Ah, den Boss nehmen wir so wegklatschen. Der wird nicht mehr wissen, wer er ist.
ab geht's. Also ich weiß natürlich jetzt nicht, wie schwer das jetzt Dingens nun wird, das Ganze auf Normal. Ah, Normal. Normal wird schon ein bisschen hart, oder? Ja. Jetzt mal schauen, okay, also Damage-mäßig sind wir halt schon mal gut dabei. Ich glaube aber halt auch, Easy hat das Einzige, was für Solos dann macht. Ja, die HP gehen halt runter, das ist halt kein Vergleich. Das ist halt schon angenehm. Ja, geh weg. Mann, 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 Mann. Also ja, ich würde mal sagen, so gefühlsmäßig, heute haben wir, glaube ich, mehr Progression gemacht als alle anderen Folgen, also in allen anderen Folgen. Selbst als ich das Set und die Waffe bekommen habe, glaube ich, war es, also ja, es war ein Game Changer, aber das war kein so ein großer Game Changer gefühlt, oder? Sicher bin ich mir jetzt nicht, das weiß ich jetzt nicht. Oh ja. 6x nur noch. Alter. Wir haben nicht mal 5 Minuten runter. Ey, wir haben ja mal knapp 10 Minuten drin gestanden für einen Run. Wisst ihr das noch? Das ist halt krass. Ich weiß gar nicht, die anderen. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, alle Easy Modes, oder? Ja. Ja, haben alle Easy Modes. Okay. So, gleich 3x. Ja, aufpassen. Ja. Nicht ablenken lassen. Ich habe kurz weggeschaut. So passieren die Unfälle. Kein Handy am Steuer und kein Handy am Boss. Ich habe mein Handy nämlich noch auf Flugmodus eingestellt. Einiges noch, 7% gleich. Ja, komm, scheiß drauf. Bam! Die letzte Box. Sau gut, was brauchen wir hier? Kurio, männlich. Kurio, Boots, männlich. Bam. Und die kriegen wir sogar noch in Gold. Ja, gut. Alter, jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund. So. Perfekt. Jetzt müssen wir mich aber noch schnell erwecken. Wo haben wir hier unser Awakening-System? Warum wird das nicht automatisch angezogen? Aha. So. Was brauchen wir denn überhaupt? Wir brauchen Crit-Schaden. Oh. Was haben wir hier drauf? Okay, wir müssen, hier müssen 18% drauf. Jetzt haben wir hier 14%. Ja, das geht klar. So, wie viel Crit-Rate haben wir ohne den? Lol, haben wir immer noch so viel. Das heißt, wir können es lassen. Ja, ah, easy. Plus 3, das andere ist plus 8. Uff. Das könnte jetzt halt ein Problem werden. Warte, was? Achso. Okay. 31,6k Attack. 153 Crit-Schaden. 39k HP. Okay, wir haben wenig. Ah, wir haben keinen Sockel drauf, klar, deswegen. Nur 2 Sockel.
Okay, gleich viel HP. Hä? Warum jetzt gleich viel HP? Ach so, wegen dem... Ja, da müssen wir ein bisschen nachhelfen noch. Das reicht nicht. That's not enough. 20 davon. 30 davon. Das sind wir auch schon pleite. Das macht doch Spaß. Wir brauchen dringend die Sockel drin. Ohne die Sockel haben wir da echt ein Problem. Kann man, okay, dritter Sockel ist schon mal gut. Ach fuck, wir haben uns fehlt eh noch eine Lightning Card. Oh, kacke. Okay, wir müssen Lightning Card her. Das ist blöd. Blöd. Na gut. Hab ich nicht geschafft von dem her. Ah ja, warte mal, plus 4, plus 5. wir machen erstmal plus 5, genau, das geht ganz gut. So, plus 4, plus 5. Boots nochmal. Oh, jetzt krieg ich Buffs. Na komm, plus 5, gut. 31,6k Attack. Was bringt das Ganze hier? PvE Damage Taken, HP Attack, oh Gott. Gut, steigt ein bisschen. Ah ja, ja, okay, steigt sogar ziemlich gut. Jetzt haben wir schon ein bisschen mehr HP als vorher. Karte drauf. Immer noch weniger Attack. Hab ich alles an? Ich hab alles an, oder? Hab ich alles an? Ja, ja, doch, ich hab alles an. Na gut, dann machen wir mal plus 6 oder so, würde ich sagen. Plus 6. Na komm, plus 6. Irgendeiner wird bestimmt wieder richtig reinscheißen. Okay, tatsächlich nicht. Machen wir es in der nächsten Etage plus 7. Okay. Na gut, okay, plus 6 haben wir es bekommen. Das heißt, wir haben jetzt... noch immer weniger Attack. Ja, ist halt nachvollziehbar irgendwie. Bringt das Crit-Rate? Bringt keine Crit-Rate. Das heißt, ein paar Decks... Nee, wisst ihr was? Decks haben wir runter. Scheiß auf 0,6% Crit-Rate. Das ist es nicht wert. Wir brauchen Damage. Wir brauchen einfach nur Damage. Alles andere ist mich. Oh nee. Oh nee. Oh, come on. Jetzt kriege ich 33 Decks. Aber was soll ich mit 33 Decks? Das bringt mir doch nichts. Das ist echt mies. So, gut. Nee, was wollte ich gerade machen? Helm, oder? Helm wollte ich, ja. Okay. Ach, 26 Int, natürlich krieg ich. Natürlich Nummer 20 Int, ist doch klar. Ja, nochmal. Ja, 13 ist CR. Nee, da geht mehr dabei. Oh nee, nee. Gib mir doch STR. Ich will doch nur STR. Oh Gott, das ist gar nicht mehr so billig. Wecken ist teuer. Hä? Achso. Hä? Was ist? Ja, du, es ist ein Witz. Es ist einfach ein Witz. Jetzt haben wir 12. Ja, wow, toll. Super. Okay, wir haben jetzt genauso viel Attack wie vorher. AP haben wir jetzt 6 oder mehr. Oder so. Ja, aber viel mehr Potenzial. Haben wir sogar 100% Crit-Rate, schau an. Ja, gut.
War eine interessante Sache. Hat Spaß gemacht. In unser Set und in die Waffe. Ich glaube, jetzt können wir halt schon. Jetzt können wir stolz auf uns sein. Das ist eigentlich jetzt ziemlich nice. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.